Und damit auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Die Herren des Gefängnisses, dieser Matthias, hat sich ja auch uns offenbart und meinte, er wäre ein Lehrer. Aber hier, wir haben Waffen und Nahrung, was heißt das? Das ist bestimmt der Diktator unter diesen Baronen. Oh Backe, das sieht gar nicht gut aus, Freunde. Das war also ein verdächtiger Böser. Ist da jemand? Komm mit. Oh shit, wir kriegen Besuch, glaube ich. Oder? Oh oh. Okay, ich glaube, ich muss da ein Ventil drehen. Oh, Backe. No one leaves. Niemand verlässt. Ratten gibt's hier auch. Heiliger. Ich glaube, das war Gas oder Luft. Oh mein Gott. Abgase bestimmt. Mit einer erhöhten Temperatur. Vorsicht, Vorsicht! Es ist voller Benzin! Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Und holen ein paar von den anderen, damit sie uns helfen. Sollen wir recht sein. Dann los. Nein, noch nicht. In Deckung! Sie schießt auf uns! Zwei auf einmal ruhig gestellt. Kriegen wir jetzt Besuch? Shit! Wir kriegen Besuch. Ich habe die Waffe schon rausgezogen. Headshot. Ich hoffe, das war's. Ach du Scheiße. Hier geht die Post ab, Freunde. Hier geht die Post ab. Und ihr wisst ja, dass Lara niemals gedacht hatte, überhaupt jemanden hier umzubringen. Das war nicht ihre Absicht. Denn sie wollte eigentlich weiter mit ihrem archäologischen Reisechen weitermachen. Was sie jetzt aber ehrlich gesagt vergessen kann. Und was ist das? Eine Toilette, okay. Sieht aber nicht mehr so frisch aus. Bestimmt eher so für Insassen oder so. Ist ja alles vom Krieg zerstört worden wohl. Oh mein Gott. Hier liegt noch eine Truhe. Schön. Was war das jetzt? Nix, glaube ich. Wo geht's lang? Ich glaube, wir sollten das mal hinten nochmal abchecken. Ich will das jetzt einfach nicht alles hier überfliegen. Nicht, dass ich hier was vergesse. Dankeschön. Bergungsgut, Bergungsgut. Ihr kennt das ja. Hier nochmal Pfeile. Aber Pfeile haben wir ja voll. Oh mein Gott. Okay. Dann können wir theoretisch hoch. Oh, Backe. Ach du Scheiße. Ein Wahnsinniger. Shit, ich nehme die Pistole raus. Exekution. Welcher Behinderte war das denn bitte? Sah irgendwie aus wie ein Kannibale. Oder einer von dieser Bande. Von diesen Ganoven. Matthias. Vielleicht der Anführer. Vielleicht. Von wo ist der Wahnsinnige jetzt runtergesprungen? Vom Lüftungsschacht dort? Der denkt auch, der wäre die Fledermaus Batman. Oder Metal Gear Solid, das macht ja auch Snake. No one leaves. Wieder die Message. Niemand flüchtet oder verlässt. Oh, Backe. So. Niemand geht.
Ja, das würde ich auch sagen. Was soll ich denn hier jetzt bitte schön machen? Ich habe eine Idee. Ich glaube, wir kriegen Besuch sogar da oben, oder? Hat sich doch gerade so angehört. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Aha. Okay, das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn sogar. So, wenn wir uns theoretisch hier oben hinstellen, können wir? Ach so, okay. Ich muss, glaube ich, hier gerade vorstehen, sodass sich eine Linie ergibt und dann mit dem Radius hier bestimmen, wie ich das hier reinschmeiße. Und zack. Hat das was gebracht? Okay, ich glaube nicht. Nehmen wir das nochmal. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Vielleicht das hier. Scheiße. Okay, das war mies jetzt. Ich muss sowieso, glaube ich, nur durchklettern, ne? Ich dachte, ich komme gar nicht hoch. Da habe ich wieder ein bisschen verpennt. Wieder ein Ventil. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ich sehe es. Okay, dann schließen wir mal das Ventil. Das ist nämlich undicht. Na, die Blindkappe da drauf. Es gibt keinen Ausweg, Outsider. Shit. Muss hier raus. Nächster. Weg hier. Ich hoffe, das war richtig. Ach du Scheiße. Was soll ich jetzt hier bitte machen? Hoch wieder? Ich kann nicht hoch, shit. Oh oh. Ich hab 'ne Idee, das soll ja Gas sein, ne? Das macht Sinn, Gas, hochexplosiv. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Er lebt noch. Vielleicht können wir was mit ihm besprechen. Beende es. Bitte. Gute Nacht. Fahr zur Hölle. Das ist mal richtig geil. Kund, wir haben eine neue Waffe. Wie gut das ist, ja. Und für euch Leute, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt und euch überhaupt nicht auskennt mit Gasgerüchen und so, ne? Da direkt die Stadtwerke informieren. Falls da mal was passieren sollte, das ist nicht ungefährlich. Und das soll wohl so ein Kommandanten... Büro gewesen sein. Dankeschön. Hier ist noch ein Büchlein. Wieder eine Schrift. Antike. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von 2 Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Oh mein Gott, wieder so eine Message. Feldbericht der Expedition. Das kann was werden. Also antike Geschichten hier. Und die Insel soll wohl sehr groß sein, laut den Berichten hier. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt! Licht an! Ha! Ich mach dich fertig! Nächster! Gott! Sie hat ein Maschinengewehr. Nächster! Schweinepriester! Nachladen! Schnell! Verbrenne selber. Da kommt Besuch.
Shit. Wir haben Munition bekommen. Oh Gott. Der da oben, der wird schwierig zu treffen sein, glaube ich. Er will runterspringen. Ist er gestorben? Ja, das war der letzte. Alter, wer hätte damit gedacht? Erstmal hier erstmal ausschalten. Die Blenden nur unnötig. Und jetzt können wir das Ganze begutachten. Ach du Scheiße. Bergungsgut, all sowas. Eine Archäologin auf einer Jagd. Und auf einer Flucht. Die sie selbst nicht wirklich gedacht hat. Dass sowas passieren wird. Wir wissen ja, dass sie als erstes sehr sozial war. Was sie ja eigentlich immer noch ist, aber durch diese Einflüsse hier, was sie hier durchmacht, ist das nicht mehr so für die gute Lara. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fernseher. Whisky, Wodka, was auch immer. Hier irgendwelche Tapes. Tja, YouTube-Aufnahmen gibt's für die nicht. Okay, ich glaube, ich habe genug Munition erstmal aufgesammelt hier. Okay, natürlich nachladen, das ist glasklar. So klar wie Kloßbrühe. Und was steht hier? Embrace the Flames. Oh Mann. Fear the Demons. The storm is waiting. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Das würde ich auch mal gerne wissen. Alles aufnehmen, alles aufnehmen. Backe. Okay, dann nichts wie weiter. Können wir nicht hoch? Doch, vielleicht können wir es schaffen. Versuchen wir es mal. Nochmal. Nee, klappt nicht. Ich glaube, ich muss hier entlang. No escape. Shit. Wieder so ein Wahnsinniger. Aber Kopfschuss. Richtig gut sogar. Kommt da noch einer? Alter. Der Bursche will's wissen. Richtig krass so. Ehrlich, man kommt sich richtig wie in so einem Horrorspiel vor. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist. Aber ich gerade solche Spiele finde ich... sollte man abends spielen. Okay. Die Tür klemmt, ihr kennt das. Ein bisschen aufstemmen, geht klar. Dankeschön. Kommandozentrale. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann... du musst sie erst mal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Erklimmen sie den Funkturm. Schrei um Hilfe. Heiliger Bimbam. Ich werde alles mitnehmen. Tut mir leid, Freunde, wenn ich das Ganze hier jedes Mal mache, aber es ist ultra wichtig, finde ich. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist auch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms.
Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran, er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Oh Mann, und das soll 1982 sein. Wieder so eine Live-Story, ne? Mitten im Leben. Nur mitten in Tomb Raider, würde ich sagen. Mitten in Tomb Raider. So, hier gibt's noch mehr Bergungsgut. Wir haben schon so viel Bergungsgut bekommen. So, kann ich jetzt einfach rüber oder muss ich hier durch? Sacrifier. Heiß, heiß. Na ganz toll. In den Heizungsleitungen. Was ist das bitte? Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Wie geht es weiter?